So kennt man den lebensgroßen Dino aus Holz mittlerweile nicht nur in der Region. Auch überregionale Gäste kommen zum Phagus Rex. Gerade für die Kinder ist der Holzdino ein echtes Highlight. Jetzt muss er aber ohne sein Hinterteil auskommen. Wir haben es jeden Tag aufs Neue vermutet, dass irgendwann passiert, weil du stehst in der Früh auf und denkst, hoffentlich steht nicht ein Mensch auf, der dann den kaputt macht, aber jetzt ist es tatsächlich passiert. Und so wird aus schöner Sache ein Abenteuer irgendwie doch ein Krimi, weil wir nicht richtig wissen, wer es jetzt schlussendlich war. Wir sind zwar auf einer heißen Spur, aber es ist schwierig, die Täter irgendwie zur Rechenschaft zu ziehen. Auch wenn es sich um keine schwerwiegende Tat handelt, der Vandalismus war offenbar von langer Hand geplant. Also sie haben ganz geplant eigentlich vorgegangen, sie haben Äste weggeschraubt, dann haben sie am Skelett vom Schwanz eingesägt mit einer kleinen Handsäge und dann haben sie auf den Schwanz gestiegen und weil der recht lang ist, hinten hat man recht einen Hebel und haben dann mit zwei, drei Mann haben sie ihn runtergebrochen. Damit niemand in Gefahr gerät, hat Raphael Auer den Schwanz dann komplett entfernt. Aktuell liegt er unter dem Phagus Rex. Da habe ich gesagt zur Frau, wir bauen den wieder auf. Geh noch her, den machen wir jetzt. Jetzt kriegt er zwei Schwanz, auf gut Deutsch gesagt. Aber nach der Zeit haben wir dann drüber gelegt und haben gesagt, wenn wir das aufbauen, brauchen wir mindestens 3 Wochen. Und 3 Wochen Arbeit haben auf 10 Minuten wieder kaputt gemacht. Und dann brechen sie wieder runter oder was weiß ich, was dann treiben. Und darum haben wir dann zu den Entschluss gekommen, dass wir ihn nicht mehr wieder aufbauen. Mittlerweile nehme ich das wirklich ganz gelassen. Denn er hat ihn aufgebaut und Erinnerungen geschaffen, die für immer bleiben. Davon unterkriegen lässt sich Raphael Auer unter keinen Umständen. Er geht weiterhin seiner Leidenschaft nach, dem Bauen von Skulpturen aus Holz, als Ausgleich zum Job in der IT-Branche. Da kannst du was verarbeiten, also da kriegst du einen Ausgleich. Und darum habe ich nur mal einen Dino gebaut, jetzt ein bisschen kleiner, aber eine Lebensgröße, ein Nanotyrannosaurus. Das ist ein Junior Phagus Rex mit ein bisschen anderen Bauweise, schaut ein bisschen anders aus. Hat noch keinen Standort, kriegt vielleicht einen Standort einmal, mal schauen. Und da lebt jetzt ein anderer Dino weiter. Eigentlich leben sogar 2 Dinos weiter und die Kinder haben im Wald beim Phagus Rex trotzdem ihre Freude, auch ohne dessen Hinterteil.